Hallo und herzlich willkommen zurück bei Epistory. Wir waren ja in den letzten Folgen bis hier zu diesem Bosskampf gekommen. Wir haben uns ja durch den Wald gekämpft mit den Spinnenviechern und den Schlangen, die hier rumkrabbeln. Ich muss ehrlich sein, ich gehe gerade noch nicht ganz davon aus, dass ich den Kampf auf Anhieb schaffe, weil ist ja jetzt schon ein paar Tage her, die letzten paar Aufnahmen. Aber wir probieren es mal. So schlimm wie der letzte versuchte Bosskampf kann es eigentlich nicht werden. Ich trau mich nicht. Nein, muss ja sein. So. Nein. So. Hoffentlich schaffen wir es. Bisher sieht es doch ganz gut aus, aber bisher sind noch nicht viele Gegner. Ja, es läuft doch gut. Na komm! Mal ein bisschen knapper. She shunned the waves of darkness. With each passing shadow. Es muss eigentlich noch was Großes kommen. The sun began to shine. Ganz knapp! Vierfüßler, was ist das für ein Wort? Die Irre? Mann! Ah, verdammt! Ist doch Mist. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht auf Anhieb schaffe. Mach was jetzt halt nochmal. Mensch. Kann nicht sein. Am Anfang ist es doch relativ langweilig sogar. Weil relativ wenig passiert. She shunned the waves of darkness. Ist ja eigentlich schon die nächste größere kommen wieder. Ah
eigentlich? Ja, da kommt der größere Flaum. Passing shadow. The sun began to shine. Nimm doch an, was ich tippe. Ja, wir haben es geschafft. When the dawn's chorus finally came, it had never been more beautiful. Damit haben wir wohl den Wald gerettet. Juhu. Gucken wir nach Verbesserung. Keine neue Fähigkeit. Okay. Versteckte Truhen werden auf der Karte angezeigt. Das wäre natürlich schon ganz cool eigentlich. Ich schwanke. Ich frage mich vor allen Dingen auch, warum Feuer noch nicht ausgegraut ist. Ich kann nicht daraus gehen, aber es, genauso wie Rückschlag ist auch nicht ausgegraut, komisch. Okay, Wissen oder Weltensprung? Ich schwanke. Vielleicht erstmal einen Punkt in Weltensprung, damit wir die Fähigkeit erstmal haben. Und dann... Ah, jetzt sind sie ausgegraut. Okay. Und dann... Gut, wir könnten theoretisch jetzt Weltensprung einfach voll machen. Weil die meisten versteckten Truhen finden wir ja sowieso. Einfach weil ich hier an jede Ecke renne. Aber wir scannen das jetzt trotzdem nochmal kurz. Juhu! Okay. Dann haben wir jetzt auch geskillt und dann geht's jetzt mal weiter. Ah, bleib da drauf stehen. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen umgewöhnen, so ohne Maus. Das ist ein bisschen. Ein bisschen tricky. Nach solchen Sachen wie Pony Island. Oh, es hat gebrannt. Oh, was ist das denn? Ein Baumhaus. The forest seemed to exhale as she left. It scents sweeter now than they had ever been. Ich höre Feuer. Ich komme hier nicht durch. Hier unten in der Ecke wird es auf jeden Fall lauter. Ja, jetzt entfernen wir uns wieder. Okay, wir haben jetzt noch diesen einen Bosskampf offen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich den nicht schaffen werde. Ich bin nämlich der Meinung, dafür brauchen wir noch ein paar Skills, die wir noch nicht haben. Man kann es natürlich noch mal versuchen. Aber ich bin wirklich nicht überzeugt davon, dass das realistisch ist, dass wir das schaffen. Aufpassen, falls hier irgendwas sitzt, nicht, dass ich wieder ins Mikrofon brülle. Das sieht man hier so schlecht. Hier war... Genau, hier war nichts.
Außer der da. Ja, ich... Bleibt uns überhaupt eine Wahl? Ich weiß nicht. Den Punkt hier hatten wir, glaube ich, schon geholt. Ja, dadurch haben wir den Bosskampf da unten, glaube ich, freigeschaltet. Puh. Man könnte auch überlegen, ob man mal ganz zurückgeht. Das müsste ich ja theoretisch jetzt über die Karte machen können. Ja, ich kann zum brennenden Tal. Ich glaube, ich kann jetzt unten zu den Dingern springen. Ich bin wirklich unsicher. Vor allen Dingen, weil wir ja theoretisch noch da hinten über die Eisschollen wollen. Ich bin auf jeden Fall gewillt, den Bosskampf nochmal zu probieren. Ich bin optimistisch. In irgendeinem Punkt. Vielleicht, weil wir gerade einen geschafft haben. Aber ich fand ihn beim letzten Mal schon ziemlich schwer. Ich kann es aber liebend gern nochmal versuchen. Ja, wir versuchen es einfach mal. Wenn wir es nicht schaffen, dann geht es halt hier noch nicht weiter. Da wird's zu viel. Da wird's eindeutig zu viel. Vor allem auch mit zu langen Worten. Das schaffe ich noch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht an der Stelle. Ich weiß es nicht. Was? Warum bin ich denn jetzt hier? Achso. Entschuldigung. Ich dachte gerade, ich wäre wieder im Wald. Ja, Spiel. Wie geht's denn jetzt weiter? Damit kann ich nichts machen, das ist hier einfach nur erschienen. Da drüben kann ich auch noch nicht rüber. Puh. Ja, wir gehen mal hier lang. Sind hier auch Gegner. Okay. Geschweige denn nicht okay, wollen wir nicht. Okay. So, ein paar flotte EP. Da sage ich nicht nein. Aber ich liege doch richtig in der Tatsache, dass hier vorher keine Gegner waren, oder? Wo sind die denn jetzt alle her? Ach, da kommt noch einer. Kommen alle hierher. Gut möglich, dass es hier jetzt auch weitergeht. Ja, es geht hier weiter.
Die Welt wird ganz schön groß. Flitze mal hier hoch. Ich würde gerne diesen Punkt hier reparieren. Ja, Rindel. So. Dann flitzen wir hier mal weiter. Flieder und da unten haben wir den Dorf. Ich wollte gerade gesagt haben, ich warte schon auf den nächsten Wurm, der hier irgendwo um die Ecke kratzt. Komm, geh. Baumstamm. Ja, das Wort beschreibt es ziemlich genau. Hier rum. Und dann sind wir hier wieder bei den Eisschollen und kommen nicht da hinten rüber. Kann ich? Nein, das kann ich nicht. Ah, also müssen wir wieder eine neue Sprache lernen im Prinzip. Ich kann das Ding aber schon wegreißen. QWERTY. So, weggerissen. Wir können da nur noch nicht rüber, aber dahinter ist die Schatztour, das wissen wir ja auch schon. Große Schatztour, dann garantiert ganz viele EP drin. Okay, also lernen wir als nächstes die Sprache des Wassers, wenn wir es denn so nennen wollen. Ich mach das einfach mal, ich denke mal, es beschreibt es dann am besten. Oh, die Herbstbäume sind ja schön. Problem ist, hier kommen wir einfach noch nicht rüber, weil wir noch nicht... Ja, es müsste eigentlich Wasser sein, auch wenn man über Eisschollen läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass man im Endeffekt die Eisschollen eigentlich nur dazu bringt, halt komplett zuzufrieren, dass man eine Eisfläche hat, über die man laufen muss. So stelle ich mir das zumindest vor. Ist jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir dahin, dass wir diese Eisfläche haben? Fragen über Fragen. Vielleicht doch hier oben drin irgendwo? Aber hier geht's ja auch nicht lang. Hier kommen wir auch wieder nur hier raus. Und hier oben war ja nichts. Ja, ist wirklich nicht ganz einfach. Ist knifflig. Jetzt rennen wir hier die ganze Zeit nur rum. Nee, wir haben nichts in Range. Ja, wir rennen mal weiter rum. Kommen wir wieder nur dahin? Nee. Irgendwo muss es doch weitergehen. Irgendwo muss es weitergehen. Die Frage ist nur, wo? Weil hier... steht ja eindeutig fest, was wir machen müssen. Hier haben wir irgendwas, was wir vielleicht aus der Karte schließen können. Ich glaube, nein. Ah, doch, da unten. Unten im Süden ist ein Nest. Ich würde sagen, da eiern wir jetzt mal hin. Gucken uns das mal an. Ich hoffe, es ist nicht so schwer wie das eine da oben. Aber ich denke mal auch, dass man dann, wenn man die nächsten Fähigkeiten hat, Gegner nicht mehr verbrennt, sondern irgendwie verlangsamt oder einfriert, irgendwie sowas wird das wohl sein, dass wir dann vielleicht auch den anderen Bosskampf schaffen. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja, fast. Zumindest. Hier weiter runter, den Weg weiter. Damit nicht das Nest hier gemeint. Ja, super. Obwohl, da unten wird mir auch noch irgendwas angezeigt. Irgendwas Sternmäßiges. Was ist denn der Stern? Erscheinung. Wir reisen mal weiter in diese Richtung. Gucken uns das mal an. Überall sind Gegner. Geh weg. Ja, Bug. Das war's. Geh weg!
Ja, hier kommen wir weiter. Die Stelle hatten wir, glaube ich, auch schon in der ersten Folge gefunden. Ich habe jetzt einfach nur vergessen. Es tut mir sehr leid. Wow. As she looked out across the horizon, she heard the faintest of whispers rise to an almighty roar as the angry sea raced across the land. Wow, das war schon cool. Ja, wir haben Kapitel 2 erreicht. All was still and trembling. Also, muss man schon sagen, die Welle gerade sah schon cool aus. Another cataclysm has shaken the world. Where were these horrors coming from? The answer she suspected would change everything. Oh nein, das klingt schon so, so. Das klingt so erwartungsvoll. Die Ertrinkenden halten. Water was everywhere. It changed the landscape. Changed everything. Okay. Oh, da sitzt the hall denied her entry. Okay. Nagetier. Und Arteigen. She would not be denied entry. These halls of wisdom still stood firm, though they had been racked by the wave's fury. The looming walls and rising tide overwhelmed her. Müssen die alle zum Leuchten bringen, damit die Tür aufgeht. Aber wir dürfen sie nur einmal betreten. Das macht es natürlich für die Zukunft schwer, für den Anfang einfach. Uah! Okay, ich habe sie tatsächlich nicht kommen sehen. Die waren direkt hinter der Tür. Naja, jetzt wissen wir ja Bescheid. Da sind sie auch schon. Und Rache. Nein. Die waren wirklich nicht sichtbar für mich. Kann man hier rüber? Nein. Water blocked her path. Passage forbidden. I can't do this. I just can't. Ui. Das muss Glück gewesen sein, wenn man sich gerade unseren Fuchs angeguckt hat. Geben halt erst das. Okay. Ja, nimm doch. Okay, wie sieht das jetzt aus? Water changed her path. Es kommt mir so ein bisschen vor wie das, was man... In ways that frightened her. Verdammt. Das erinnert mich ein bisschen an das, was man damals bei Pokémon-Edition machen musste. Da gab es ja immer diese Eishöhlen, wo man dann irgendwie doof rumgeschlittert... Verdammt. Wo man dann immer doof rumgeschlittert ist. Das ist wirklich schwer. Ich darf auf jeden Fall... Verdammt.
Okay. Nein! Oh, Manu. Da wollte ich, um ehrlich zu sein, nicht landen. So. Ich stand noch nicht perfekt. Aber ja, es erinnert mich wirklich extrem an diese Pokémon-Spielereien. Okay, und hier im nächsten Raum geht's gleich mit Schlitterei weiter. Ja, es ist wirklich genauso wie damals im Pokémon. Man schlittert wirklich einfach nur rum und guckt, dass man irgendwo ankommt. So, wir nutzen jetzt mal die Fläche aus. Tun uns die. Da müssen wir ja ein bisschen Wand schlittern können. So. Der Unterschied zu Pokémon ist, hier kann man auch diagonal schlittern. Darf ich vielleicht einen Doppel betreten? Nein, darf ich natürlich nicht. Nein! Ich wollte nicht, dass du diagonal schlitterst. Okay, also wenn man einmal auf dem Glatteis ist, dann geht nur noch diagonal. Alles klar. So, dann müssen wir es jetzt geschafft haben. Ja, sehr gut. Nein! Okay. Ich bin gerade ein bisschen unbeholfen, wie ich jetzt zurückkomme. Ich glaube so. Ja. The more she learned, the less she knew. Tiefgründig. Trapped. Frightened. Nein, ich habe keine Angst. Ich habe meinen Fuchs dabei. Alles gut. She ran. Wah! Kann ich die... Nein, natürlich nicht. I don't know who I am anymore. Achso, da kann ich sowieso nicht durch. Lauf, 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 lauf. Mountains rose around her. Das ging ja noch ziemlich gut. Looming, mocking, taunting. Ah! A light shone ahead. A light of power. Nein, nein. Okay. 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 Dann müssen wir nach da und dann müssen wir nach da und dann holen wir uns den Kern. As it cast her shadow, it soothed her. Calm descended like mist. Gib im Schreibmodus Eis oder Feuer ein, um zwischen den Magien zu wechseln. Also gehen wir jetzt hier drauf und dann können wir uns entscheiden, ob wir das wollen. Wenn ja, wechseln wir kurz und Eiskristall. Haben wir einen neuen Skill dazu gekriegt? Oder noch nicht? Gucken wir noch mal kurz. Ja, wir haben den Skill Eis. Eismagie hält die Insekten länger auf. Man möchte meinen, ich hätte das gespoilert, aber nein, ich wusste es wirklich noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir gucken da mal in der nächsten Folge, was die Eismagie genau jetzt mit unseren Feinden macht. Und schlittern mit unserem Füchschen noch ein bisschen durch die Gegend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!